DN3 ist ein junges Technologieunternehmen mit Sitz in Rostock und wir entwickeln und bauen Anlagen zur Verstromung von Rest- und Abwärme. Heutzutage wird ungefähr 50% der im industriellen Prozess eingesetzten Energie als Rest- und Abwärme an die Umwelt abgegeben. Wir sehen diese Rest- und Abwärme eigentlich als Energiequelle an, die wir nutzen können und machen daraus CO2-neutral wertvollen Strom. Das EN3-Abwärmeverstromungssystem basiert auf einem Dampfkraftprozess. Hierbei wird unter Nutzung einer externen Wärmequelle, der Abwärme, Wasser bei hohem Druck verdampft und in einer Expansionsmaschine unter Abgabe von mechanischer Energie entspannt. Diese mechanische Energie wird über einen Generator in elektrische Energie umgewandelt und ins Stromnetz gespeist. Die motorische Abwärmenutzung, war mir bekannt, ist ein riesengroßer Markt, ein ungenutzter Markt. Als der Norbert Günther im Jahr 2008 zu mir kam, habe ich sofort das Potenzial dieser Technologie erkannt, die in ihrer Einfachheit ich am Anfang überhaupt nicht glauben konnte. Ich war auf der Suche nach einer geeigneten Technologie, die man zielführend in kleinen Dampfkraftprozessen einsetzen kann. Ich habe hierzu festgestellt, dass es bis dato keine geeigneten Expander-Technologien gegeben hat. Daraufhin habe ich eine Entwicklung begonnen auf Basis einer Rotationskolbenmaschine. Die Schlüsselkomponente der EN3-Technologie ist eine innovative Expansionsmaschine, der sogenannte Dampfexpander. Im Inneren des Expanders kreist ein Kolben auf einer exzentrisch gelagerten Welle. Durch das Einlassventil tritt der Wasserdampf in den Arbeitsraum des Expanders. Der unter Druck stehende Dampf übt eine Kraft auf den Kolben aus. Über die Abtriebswelle wird die Arbeit schließlich nach außen geführt und in einem Generator in elektrische Energie umgewandelt. Bei EN3 hat man von Anfang an sofort erkannt, dass der Dampfexpander eine ganz wichtige Schlüsselkomponente ist und hat eine Reihe von Patenten und technischen Lösungen entwickelt, die es eben erlauben, so ein kompaktes Gesamtsystem darzustellen. Am Markteintritt konzentrieren wir uns auf den Verbrennungsmotor. Nehmen wir zum Beispiel einen 400 kW Motor. So erzielt unser Abwärmeverstromungssystem nur aus dem Abgas CO2-neutral und ohne weitere Brennstoffe 10% zusätzliche Leistung. Das heißt, aus einem 400 kW Motor bekomme ich 40 kW on top. Diese 40 kW reichen aus, um in Deutschland 80 Haushalte ein Jahr lang mit Strom zu versorgen. Die gesellschaftlichen umweltpolitischen Vorteile von EN3 sind die Nutzung bisher unerschlossener Abwärmequellen. Das führt zur CO2-Vermeidung und liefert damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Jeder Motorenhersteller, jeder Hersteller von Blockheizkraftwerken, jeder Lkw-Hersteller muss seine Anlagen auf Energieeffizienz trimmen. Da muss es sehr schnell eine Lösung geben, weil es unheimlichen Druck aus der Politik gibt. Und EN3 hat mit seinem Rotationskolbenexpander eine Technologie entwickelt, die genau diesen Nerv trifft. Der Technologienachweis als solches ist erbracht. Unser System steht im Augenblick in Skandinavien bei einem großen skandinavischen Unternehmen. Wir haben dieses System komplett durchentwickelt. Wir haben dieses System getestet. Wir haben entsprechende Dauerlauftests gemacht. Wir haben entsprechende Technologie-Screenings gemacht. Wir haben also ein System entwickelt, was jetzt wartet, in den Markt hineinzukommen. Nach erfolgreichem Test dieser Pilotanlage soll eine Kleinserie aufgelegt werden. Danach beginnt dann der breite Marktaufbau. Die Expansionsmaschine kann auf beliebige Größen skaliert werden, infolgedessen sich auch mobile Anwendungsfelder erschließen lassen. Hierzu zählt neben dem Schiffs- und Schienenfahrzeugsektor auch der Bereich der Nutzfahrzeuge. Hat sich die Technologie erst einmal am Markt etabliert, können weitere Anwendungsbereiche, wie etwa der Einsatz in PKWs, erschlossen werden. Wir als EN3 planen Erlöseinnahmen in zwei Bereichen. Auf der einen Seite über den direkten Verkauf, auf der anderen Seite über die Einnahmen aus Lizenz- und Nutzungsrechten an unserer Technologie. Es gibt ja eine Vielzahl von Unternehmen, die sich mit dem Thema Energieeffizienzsysteme beschäftigen. Es werden große Konzerne umgebaut, um stärker auf solche Themen zu fokussieren, sodass also mehrere Möglichkeiten vorhanden sind, einen attraktiven Exit für Investoren hinzulegen. Das ist für uns natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Mit dem Markteintritt wird der Wert des Unternehmens deutlichst erhöht. Und der Kompanist, der jetzt einsteigt und sich an diesem Unternehmen beteiligt, wird an dieser kurzfristigen Wertsteigerung seines Investments deutlichst partizipieren. Liebe Kompanisten, wir
Das Team von EN3 haben eine Technologie entwickelt, mit der man gewinnbringend Abwärme in elektrische Energie umwandeln kann. Diese Technologie ist nachhaltig, energieeffizient und umweltschonend. Mit eurem Investblend wollen wir jetzt in den Markt eintreten, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen.